Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Poke MMO mit mir Angelfly Dave LP und mit dem Herr lieben Ötöd LP. Ja. Hallihallo, Hallöchen, Leute. Wir sind immer noch in der Dunkelhöhle. In der letzten Folge hatte Dave hier ein kleines Problemchen. Du willst es ja bestimmt nochmal ansprechen, oder? Nein. Willst du nicht? Ist dir das so peinlich, ja? Ja. Ja, das kenne ich, das Gefühl. Ja, ein Unschuldes verlieren. Nee, ich muss auch nur kurz sagen, ich nehme jetzt gerade mit 30, 31 FPS auf und da ich zurzeit nebenbei was render, kann es eventuell dazu kommen, dass eventuell keine Frame-Einstürze kommen, aber das wird wahrscheinlich nicht weiterhin stören. Ja, ich mach gerade hier Tun mit 45 FPS. Aber ist ja nicht so schlimm, weil die Pokémon jetzt hier gerade irgendwie nicht so atemberaubend sind, die hier gegen mich kämpfen. Was war das jetzt? Das erste war, glaube ich, ein Taubsi. Ja. Der hat mich echt umgebracht. Ist doch schön, oder? Oh, Critical Hit. Nein, Critical Hit. Oh, mein Dickter ist tot. Oh. Nicht so schlimm. Das wurde sowieso ausgetauscht wegen den blöden Wirbelwind. Rock Trow, was ist das? Critical Hit, leck mich jetzt am Arsch. Ist down. Fuck, ey. Ja, so geht's mir auch. Scheiße. Jetzt hab ich leck mich noch jetzt hab ich die ganze Zeit einen Ratzfatz nach dem anderen, ey. Das ist so nervig. Water Gun macht das perverse Pokémon tot, obwohl es nur ein Kleinstein ist, aber trotzdem pervers. So, und jetzt müsste ich, glaube ich, den Trainer hier besiegt haben, oder? Nein, er hat noch was. Was? Space Broad? Achso, das ist schnell gemacht. Einmal Konfusion und dann ist das Knofenser besiegt, weil es ja den Gift-Typ hat. Schön. So, und damit habe ich, glaube ich, auch den Trainer jetzt besiegt, ist es so? Ja, ich habe die Picknickerin besiegt. You play hard. Schön, finde ich auch. Alles ja, cool. Ich habe einen Harten. So. LF Shiny Roll It. Ich glaube, jetzt kommt der letzte Trainer, den ich hier noch besiegen muss, dann bin ich aus der Höhle raus. Gravel there. Scheiße. Oh, ich habe jetzt gedacht, ja toll, jetzt sind wir ja gleich in Lavandier, kann ich mir ja endlich meinen Nebulak fangen, aber kann ich ja noch gar nicht. Ich brauche ja noch dieses komische Ding, damit ich die Geister überhaupt identifizieren kann. Das nennt man Sylph Scope. Ja, ich weiß. Hey. Wow, ich hab. Hey, Alter. Na? Was hast du? Was hast du? Was hast du? Ich hab jetzt Georok mit einem Schlag getötet. Oh. Mensch, ach, stimmt, der ist ja auch bei Georok, Mensch. Ja, aber ist schon tot. Ja, hast ja noch. Dann habe ich ja so gesehen 2, 3 Kämpfe vor dir. Ja, das ist doch. Ja. Oh, komm schon, Smetbo, mach mal ein bisschen schneller hier. Smetbo sollte jetzt eigentlich dann auch Level 27 werden, wenn er das jetzt hier hinkriegt. Ja, ich habe eine Perle gefunden, was denn da hatten. Eine Perle? Ja. Na, du weißt, wofür die Perlen sind, die sind einfach nur zu verkaufen gut, aber... Ach so, stimmt. Aber da gibt's ja auch noch so eine große Perle, ne? Genau. Aber die Perlen bringen uns ja sowieso nichts, weil wir nichts verkaufen können. Stimmt eigentlich. Von daher... Picknicker. Deswegen ärgert mich das auch, dass ich ein Nugget habe. Das Nugget bringt mir einen Scheiß. Nackig. Nackig. Du bist Nugget. Ey, mach weißt dich Nugget. Weißt du, Webcam-Sex? Ja, der Webcam-Sex letzte Nacht war sowas von geil. Und das zur Mitternachtsstunde. Ja, erzähl doch mal von deinen Zuschauern, wie die Aufnahme gestern Nacht so gelungen ist. Die wissen ja nicht mal, was ich gestern Nacht aufgenommen habe, beziehungsweise was. Ja, sag mal den Fail. Ich habe keinen Fail gemacht, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Oh, ich bin in Lavandia. Oh, und der... Der Lavandier Tower sieht ja richtig geil aus hier. Muss ich mir dann auch mal anschauen. Ottisch. So, Pokécenter, endlich. Heilen. Endlich. Nee, heilen. Schon. Nein, mein Scherz. So, zack, zack, zack. Endlich lebt auch Glutexo wieder und Simsala. Oh, schön. Aber ich liebe diese Musik. Mit Taktik spielen. Ich liebe diese Musik in Lavandia. Düm, 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 düm. So, der Namensbewerter. Ah, ich hab einen Beleber. Muss ich gar nicht.
Ah, scheiße, man kann die Pokémon... Ich habe gedacht, beim Namenbewerter kann man vielleicht die Pokémon umbenennen, aber geht nicht. Heißt, mein Glutexo wird auf ewig Glutexo heißen. Heißt, auch wenn ich einen Glurak habe, wird es immer Glutexo heißen. Richtig schön. Du tust mir leid. Ja, ich mir auch. Fast asleep. For other asleep. Oh. Ey, komm. Ich... Wie dumm kann man sein? Walk up and use Quick Attack. Mirabla setzt Schlafbude ein, obwohl ich schon längst penne. Schön. Okay, schön. Jetzt bin ich aufgewacht, hab Proxy Creep eingesetzt und nun schlafe ich wieder. Ah, der Kampf wird länger dauern als gedacht. So, ich habe jetzt endlich mal beim Markt hier ein paar Sachen kaufen können, unter anderem Beleber. Was sehr schön ist. Ich überlege gerade, eigentlich bringt es ja noch nichts, wenn ich jetzt in den Lavandier Tower reingehe, ne? Oh, die Musik ist geil. Außer, du kannst gegen mich kämpfen. Ja, schön, oder? Das bringt mir eigentlich nichts. Ja, da oben bist du schon. Ja, gut, machen wir das. Hey, ATTP! What brings you here? Is your Pokémon dead? It's alive! It's alive! I can at least make them faint, let's go! Ich will aber gar nicht gegen die jetzt kämpfen. Na, können wir es denn nicht irgendwie wann anders machen? Na, komm, Gary, ne? Wann anders? Wollte ich gerade sagen, aber es ist ja Dave. Oh, komm schon. So. Oh, ein Tauboga. Psybeam. Wirbelwind. Setzte Nacht, come back. Pikachu. Sehr schön, hast du ja richtig geil gemacht, Tauboga. Jetzt hast du gerade selbst den Tod gewünscht. Klasse. Oder? Ja, wenn Elektroattacken gegen Flug sehr effektiv sind, warum nicht? Ja, also warum sollte man denn nicht das Pikachu durch diese Wirbelwindattacke austauschen? Was? Growlite? Ein Fukano, oh. Ja, gegen Fukano habe ich jetzt aber irgendwie nichts zum Ausrichten, scheiße. Ja, das ist ein bisschen blöd, dass ich keine keine Wasser-Pokémon habe. Ich merk's schon. Ich habe Shellog und Muschas. Mir fällt gerade ein, ich sollte das Pikachu doch noch besser aufheben. Gerade wegen deinem Shillock. Der wird ja Shillock haben. Wer? Ja. Na, ach so, stimmt. Ja, dafür bräuchte ich dann doch noch mein Pikachu. So, letztes Mal einfach mal wieder Simsala ein, Psybeam und dann sollte das ja hier super laufen. Ja, ich sehe schon, Critical Hit. Aurora Beam, Sheldon. Sheldon? Es läuft gerade The Big Bang Theory, deswegen. Oh, ist auch cool. Stimmt, der hat ja noch ein Owei. Owei, er hat ein Owei. Oh Gott, oh Gott. Owei, Owei, Owei. Allein, allein. So, tauschen gegen Glutexo. Ja, er benutzt Reflektor. Ich benutze natürlich Glut. Und dann ist damit auch schon genug. Nein. Warum er das nur tut? Warum klopft es bei dir so? Ah, weil Mutter kam. Deine Mutter? Oh, jetzt mach halt nur... Oh, die kriegt nicht mehr die Tür zu. Ich kann auch klatschen. Ih, aber du machst es so pervers. Besser? Ja, auch. Ich habe meine Katze gerade dressiert. Oberschenkel. Ich habe meine Katze gerade auf dem Oberschenkel. Ja, und du sagst, ich bin pervers. World Turtle. Ach so, jetzt kommt er mit seinem Shillock. Jetzt kommt er gerade mit seinem Shillock. Hast du gerade die Beere noch mitgenommen? Nö. Ich schon. Schön. Hehe. Schnell heilen jetzt. Withdraw? Also ja. Irgendwie, was weiß ich, was für die Verteidigung, aber das wird ja nichts mehr nützen gegen meinen Donnershock. Bram, 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 bram. It's super okay, effective. Oh, er noch, er nützt, er ist so blöd, er greift mich nicht an, der nutzt die ganze Zeit immer seine komische Verteidigung höher machen Technik. Und ich setze wieder Donnershock ein. It's super effective. Er kapiert's nicht. Oh, jetzt benutzt er Biss. Oh, Pikachu ist tot. So, wer macht den Rest? X-Bart oder er. Wir nehmen der, uns die hat, glaube ich, genau normal Pokémon. Da könnte ich ja... Oder? Ich weiß es nicht. Mach, was du denkst. Ich weiß nur, Shillock schläft. Doch, die... Es gibt schöne, schöne und starke Pokémon. Ich habe beide. Genau. Oh, lol, der.
Oh, oh, oh. Mist. So, und damit ist auch Gary jetzt fertig, glaube ich. Oh, nee. Müsste sein letztes Pokémon gewesen sein. Oder? Ja, ja, komm, jetzt kriegen sie hier alle Erfahrungspunkte. Genau, Rivale Dave ist besiegt. What? You stinker? I took it easy on you. Ja, ich selber. How's your Pokédex coming? It's just caught a Kubun. It can't find the bigger Marowak. What could they be? It bears you any left, bla bla bla. Aha, okay, schön. So, ich kann ja mal gucken, vielleicht brauchen wir die Slipco gar nicht. Vielleicht kriegen wir ja so schon die Pokémon hier zu Gesicht. Testen wir einfach mal. Was? I like turtles. Schön. Hier ist ein Item. Und ich glaube, der nächste hat Vulpix? Vulpix und ein Fukano, der alte Herr. Oh, süß, hat mal Hollow. Warum kommen hier keine wilden Pokémon? Ich kriege schon Panik. Lol, er hat einen Stein als Freund. Nicht nice. Kämpfe jetzt immer nicht, ich sammle auch nichts ein, aber ich glaube, solange ich die Silpsko noch nicht habe, kommen hier auch keine Pokémon. Doch, jetzt sein. Kommt was. Ah. Geil, gleich mal ein Apollo. Ich kann es direkt sehen. Nice. Das brauche ich, aber ich habe jetzt die gerade. Warte, wie machen wir das? Pokémon wechseln. Ja, toll, meine ganzen Pokémon sind zu stark. Scheiße. Was für ein Level ist das? Level 20. Ja, wenn ich jetzt eine Konfusion einsetze, ist es doch sofort besiegt, oder nicht? Ich teste es einfach mal. It's super effective. Ja, sofort besiegt, scheiße. Ach, kacke, aber dadurch ist jetzt mein Simsala Level 26. Wenigstens etwas. Ja. Ah, da tummeln sich viele im Grasgrat. Da denke ich, dass da auch eventuell seltenes Pokémon gibt und mein Shelter ist. Ich heile jetzt auf jeden Fall mal Pikachu, damit ich dann gleich da vorsorgen kann, wenn das nochmal jetzt kommt. So, Pikachu heilen, zack, zack, zack. Und jetzt versuchen wir hier nochmal so ein schönes Ding zu bekommen. Komm schon, komm schon. Give it to me, give it to me, give it to me. Gib's mir, gib's mir, gib's mir, auf Holz. Deutsch für Anfänger, give it to me. Gib's so, mir. Und da kommt wieder ein Pokémon und diesmal ist es Dragosso. Auch nicht schlecht. Ja. Nur warum kommt das hier wild? Ja, ich glaube, das ist normal. Okay, ich hab's jedenfalls besiegt. Was soll ich mit dem Dragosso? Brauche ich nicht. Schwächling. Jetzt haten mich bestimmt gerade voll viele. Was? Dragosso ist doch kein Schwächling? Nee, eigentlich nicht. Ich kämpfe jetzt auch gerade mal nicht gegen die ganzen Trainer hier drin, weil ich ja einfach hier jetzt gerade rumrenne. Ich gehe hier später nochmal hin. Ich bin ja auch nur in der einen Etage hier drin. Noch ein Dragosso. Ich setze wieder Konfusion ein und es wird wieder sterben. Viel zu simpel. Would you like to cut this? Na klar. Aber warum levelst du so langsam? Oh, Nebulak. Oh, da ist ein Item. Level 16, oh, das ist ganz schön schwach. Das hat ja irgendwann besser. Was ist los? Avocado. Seht das ja? Ja. Scratch. Es hat Fluch eingesetzt. Warum setzt es Fluch ein? Du dummes Vieh, ich will dich doch noch fangen. Toll, wenn ich jetzt einen Donnerschock mache, ist es doch sofort besiegt, oder nicht? Oh, bitte sterb nicht. Bitte nicht sterben. Bitte nicht. Nein, es ist tot, nur weil es Fluch benutzt hat, das scheiß Vieh. Entschuldigung. Geil. Ey. Ich spiele mit Gamepad. Ich spiele doch nicht mit Gamepad, ich spiele hier gerade mit Tastatur. Ich habe die ganze Zeit auf die Tastatur nochmal draufgehauen. Ich habe Mozart gespielt. Oh, noch ein Nibulak. Level 14, das wird ja immer schlechter. Oh, da kommt ein scheiß Mauzi. Komm, ich werfe jetzt einfach mal einen Pokéball drauf. Was ist gekommen? Naja, nochmal ein Nibulak. Das ist aber jetzt so bloß Level. Oh. Ball ging daneben, auch das ist ja toll. Und ein Found Leperberry. Und ich werf noch einen Ball. Und ich hab einen Nebulak gefangen. Yeah.
Aber mit dem Superball habe ich jetzt das Ding gefangen. Das levelt ein Level stärker. Sehr schön. Dann kann ich jetzt also anfangen, meinen Nebulak zu trainieren. Warum nicht? Jo. So, dann gehen wir mal wieder hier raus. Ja, komm, Teleport. Mach Teleport. Komm. Oh Gott, nehme ich dann später mit. Can't use this now. Ach, das ist ja toll. Ich kann Teleport nicht benutzen. Ach, klasse. Muss ich doch das Fluchtseil nehmen. Habe ich ja eh genug. Use. You can't. Und los geht's. Die weite Reise beginnt. Ich kann. Dieser Wilk. So, welches Level ist das, Nebulak? Level 13. Ey, die Nebulaks werden jetzt immer schwächer. Das ist unglaublich. Level 13 zum Schwaches, habe ich aber auch noch nie gesehen, Lavandia. Ich auch nicht. Das ist das Ziel. Vor allem mein erstes Pokémon, was ich in den Turm gefunden habe, war ein Apollo Level 20. Jetzt auf einmal kommt hier ein Nebulak Level 16, dann kam ein Nebulak Level 14, jetzt ein Level 13. Das wird immer schlechter. Schrecklich sowas. Wenn ich jetzt nochmal ein Apollo finde, fange ich mir das. Oder ein besseres Nebulak. Und? Level 15. Meins war Level 14. Ach komm, scheiß drauf. Also stärker meinte ich jetzt mit Level 18 oder sowas. Aber jetzt einen Levelunterschied, das ist mir egal. Trade, will wir tauschen. Was? Der will jemand mit dir tauschen? Nö. Wollte schon sagen. Wer will schon deine Pokémon haben? Ach. So, raus aus dem Turm. Okay. Ich hab's geschafft, ich bin draußen. Wo bist denn grad? Ich bin gerade auf der anderen Route nach Prismania City. Ach, da rennst du jetzt schon hin, ja? Ja, ich nehme die andere Trainer dann gleich mit. Ich will. Alter! Alter, was? Boah. Was? Except. Fick. So, Dicta, tschüss, war schön mit dir. Ach ja, hier seht ihr jetzt endlich mal meinen Magneton Level 31, was ich schon mal angesprochen hatte, und mein Dodo Level 24. Und da Nebulak. Das wird auch gleich nach vorn genommen und mit raus. So, schön. Ah. Jetzt wird's lustig. Ja, wie sieht's aus, wollen wir den Part beenden jetzt oder was? Bei 17 Minuten. Ich hatte einen Leck. Oh, Leck. Oh, lecker. Also ich mache jetzt gerade nochmal einen Kampf hier. Na, was hat sie denn? Der hat bestimmt stärkere Pokémon als ich gerade. Mit meinem Nebulak habe ich ja gar keine Chance. Ist doch viel zu schwach. Pipi Level 22. Fick dich. Hypnose, komm. Ja, was ist denn das hier alles für Attacken? Ach, er zeigt mir sogar an, schön. Movesets cut to off. Okay. Lick. Hört sich an wie Schlecker oder sowas. Oh, jetzt zeigt mir endlich mal an, was das hier macht. Ey, das ist doch nicht wahr. Gehen wir jetzt hier rüber. So. Ja, kann sein, dass. Lol. Stromausfall oder was? Was? Stromausfall? Schon wieder bei euch? Was? Nein! Hey, bringst mal ein Einkaufszentrum. So. Da geht der Ding nicht. Oh, nicht wirklich, oder? Ey, das wird lustig, das Pokémon zu trainieren, ich merk's schon. Welches? Na, Nebulak. Es hat voll die schlechten Attacken derzeit. Okay, würde ich sagen, beenden wir jetzt hier die Folge, oder? Wenn ich jetzt hier den Trainer fertig habe, dann sind wir jetzt bei 19 Minuten und dann sollte das reichen, oder? Was sagst du? Ich bin dann der gleichen Meinung, kann man eigentlich im Prismania City noch Dinger kaufen? Dinger kaufen? Donnersteine? Oh, willst du etwa deinen Fukano weiterentwickeln, wollte ich gerade sagen, aber dein Pikachu, oder was? Na klar. Jetzt schon? Bei und noch das hier. Wird jetzt schon dein Pikachu weiterentwickeln? Ich hab mir gedacht, lass dich überraschen. Du hast gedacht, lass dich überraschen. Du entwickelst es sowieso weiter. Oh lol, da kommt eine mit Chanera gerade rein. War nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, ob es die Safari-Zone hier gibt. Gut, dann entwickle ich meine Pokémon im nächsten Part wieder.
Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Poke MMO mit mir, Angelfly, DaveLP und den AdIP. Bis dann, Leute. Tschüss. Tschüss.